Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, das nicht im Wald stattfindet, sondern von meinem Bücherregal, da es im Wald dunkel ist und von meinem Bücherregal zumindest mal nicht so sehr dunkel. Thema ist, was darf der Jäger mit einem anstellen, wenn er einen im Wald erwischt? So jetzt speziell eben als Bushcrafter mit entsprechender bushcrafterischer Ausstattung, also mit Messerchen dabei, mit Schlafsack dabei, mit sonst was oder ein Jäger einen beim Schlafen erwischt, man damit sich ein Lagerchen gebaut hat, also ein kleines Lagerchen in Form einer Plane oder in Form einer Übernachtung-Hütte. Ich meine jetzt nicht irgendein Großlager mit Feuerstelle und 17 Schlafplätzen und 18 Aufenthaltsplattformen und sonst was. Also ne, sowas wie so Waldläufer-Verhalten an den Tag legt. So ein Bushcrafter meine ich. Und der wird jetzt vom Jäger erwischt. Und was darf der Jäger dann mit so einem Bushcrafter in Anführungszeichen tun? Ja. Bei der Jägerschaft kann man jetzt hinsichtlich der Rechte, die sie gegenüber Nichtjägern haben, drei Kategorien unterscheiden. Das ist zum einen der normale Jäger, der kein Revier hat, der also quasi ein Jagdgast im Revier eines anderen Jägers ist. Oder eine andere Formulierung dafür, da gibt es verschiedene Bezeichnungen für so jemanden, aber der hat kein eigenes Revier und er ist nicht jagdschutzberechtigt. So, Jäger Nummer 2 ist der Jäger, der ein eigenes Revier hat und damit ist er, hat er das Jagdrecht für dieses Revier inne. Hoppala, Entschuldigung. Und damit hat er dann auch das, ist er damit auch jagdschutzberechtigt. So, das wollte ich sagen. Dann Kategorie Nummer 3, das sind die anerkannten Jagdschutzberechtigten, die von der unteren Jagdbehörde eben anerkannt wurden, dass sie jagdschutzberechtigt sind. Plus nicht nur, dass sie jagdschutzberechtigt sind, sondern sie haben zusätzlich noch eine forstliche Ausbildung oder sind Berufsjäger. Weil dann haben sie nochmal mehr Rechte als der nur Jagdschutzberechtigte, auch der nur anerkannte Jagdschutzberechtigte, der aber keine forstliche Ausbildung hat und nicht der Berufsjäger ist. So, das sind die drei Kategorien und wir fangen jetzt mal an mit dem normalen Jäger, der quasi kein Revierinhaber ist und bei einem anderen Revier zu Gast ist und da jagen darf. Der hat nämlich ganz genau gegenüber anderen Personen exakt nur die gleichen Rechte wie jeder andere auch. Der ist also nicht berechtigt, irgendwas euch anzuhalten, euren Ausweis zu kontrollieren, euch aus dem Wald verscheuchen zu wollen. Also er darf euch nicht sagen, dass ihr den Wald verlassen müsst. Das heißt, das darf er euch schon sagen, aber rechtlich gesehen müsst ihr ihm dann nicht Folge leisten. Das Einzige, was der theoretisch darf, wenn ihr eine Straftat begeht, dann hat er wie jeder andere auch, also jeder Spaziergänger im Wald, jeder Hundebesitzer, jeder Jogger, jeder Bushcrafter oder auch ich, das jedermanns Recht zur Festnahme. Das sieht ganz grob so aus, dass jedermann jemand anderen, sofern dieser gerade eine Straftat begeht oder diese gerade unmittelbar davor begangen hat und sich jetzt auf der Flucht befindet und einem quasi in die Arme läuft, dann darf jedermann diesenjenigen, der eben die Straftat begangen hat, festnehmen. Und zwar läuft das so ab, dass man dem sagt, Sie, ich nehme Sie fest, vorläufig, hiermit vorläufig fest oder irgendwie. Es gibt in Deutschland nur die vorläufige Festnahme, eine andere Festnahme gibt es bei uns nicht. Das ist auch wieder so juristische Spezialzeugs. Ich nehme sie hiermit vorläufig fest, weil sie dem Kind den Lutscher geklaut haben. So, das war's. Damit ist derjenige festgenommen und man darf ganz, ganz milde Mittel anwenden. Da gibt es auch irgendwelche Fachbegriffe für. Ich kenne mich jetzt mit dieser Festnahme jetzt gar nicht so genau aus. Aber man dürfte ganz, ganz milde Mittel anwenden, um zu verhindern, dass derjenige flüchtet. Zum Beispiel, wenn er mit dem Fahrrad unterwegs ist, könnte man sein Fahrrad festheben. Oder sein Fahrrad an sich nehmen. Oder vielleicht in den eigenen Kofferraum schmeißen, Auto zumachen, Auto zu. Der kommt an sein Fahrrad nicht mehr ran, der kann nicht mehr flüchten. Ganz simples Beispiel, das habe ich irgendwo so im Internet gelesen. Weiß gar nicht mehr wo. Oder den Autoschlüssel ihm wegnehmen, sofern man dafür keine Gewalt anwenden muss, darf, braucht, wie auch immer. Ganz entscheidend ist bei dieser Festnahme durch jedermann, der Festgenommene muss eben auf frischer Tat bei einer absolut als Straftat erkennbaren Straftat festgehalten werden, festgenommen werden.
Und es ist überhaupt keine, darf keinerlei Gewalt im Spiel sein, es sei denn, es handelt sich um wirklich irgendeine krasse Straftat und es gibt noch so hier und da ein paar Ausnahmen. Ganz allgemein wird aber die Festnahme durch jedermann empfohlen, in Anführungszeichen, als Privatperson diese zu vermeiden, weil man dann immer mit einem Fuß immer im Gefängnis steht, denn wenn man Gewalt anwenden muss, um den anderen entsprechend festzuhalten, dann macht man sich ganz schnell strafbar wegen Körperverletzung. Und man darf den auch nur festhalten, solange er einem nicht persönlich bekannt ist, weil wenn er einem persönlich bekannt ist, ist die Festnahme ja nicht nötig, dann kann man zur Polizei gehen und sagen, der Bob hat dem Kind den Lutscher geklaut. Das heißt, man kann, also derjenige, der festgenommen wird, kann sich also ausweisen, und je nach Schwere der Tat, in Anführungszeichen, darf er dann auch wieder abhauen. Also wenn er jetzt zum Beispiel nur dem Kind den Lutscher geklaut hat und sagt, hier, hallo, ich bin der Bob aus Unteruldingen und habe dem Kind den Lutscher geklaut, gib's zu. Und jetzt weißt du das und kannst mich anzeigen und ich gehe jetzt. Und du kannst mich im Prinzip ohne Gewalt anzuwenden eh nicht aufhalten, deshalb tschüss. Und der flüchtet. Denn das ist ganz wesentlich, wenn man von jemandem, jedermann Festnahme festgehalten wird, dann kann man eigentlich im Prinzip immer flüchten, weil der andere Gewalt anwenden müsste, um einen davon abzuhalten, zu flüchten. Und das wäre nicht verhältnismäßig. Denn Gewalt darf eben bei dieser Festnahme nur dann eingesetzt werden, wenn sie verhältnismäßig ist. Sprich, der andere wird beim Mord erwischt, dann darf man den auch schon ein bisschen fester festhalten oder wird bei Vergewaltigung erwischt und soll davon abgehalten werden, damit weiterzumachen. Beispielsweise. Dann ist Gewalt durchaus, denke ich, bei den meisten Richtern etwas gerechtfertigter. Vielleicht sollte man halt nicht gleich halb tot prügeln, das könnte dann der ein oder andere Richter wieder übel nehmen. Da gibt es ja auch so ein paar schöne Beispiele aus der Justiz, wo tatsächlich jemand verknackt wurde, weil er einen Vergewaltiger bei Ausführung der Tat weggezerrt und halb tot geprügelt hat. Ja, moralisch sicher richtig, rechtlich eben fragwürdig, weil besagte Festnahme halt dann eben ohne Gewalt ablaufen muss und so weiter und so fort. Der jeweilige Jäger, der über sowas nachdenkt, kennt sich damit hoffentlich besser aus als ich. So, also das waren die Jedermann-Jäger sozusagen, die keine Sondervollmachten haben. Jetzt die andere Gruppe, die Sondervollmachten hat. Ich nehme jetzt gleich die dritte Gruppe, also quasi die mächtigste Gruppe vorweg, weil die einfacher zu erklären ist. Das sind diejenigen, die Jagdschutzbeauftragte sind, plus eine forstliche Ausbildung haben oder gleich direkt Berufsjäger sind. Also man kann es zusammenfassen als Förster plus dessen Helferlein. Im Privatwald halt eben der Privatwaldförster plus dessen Helferlein. Wobei ihr in allermeisten Fällen wirklich mit dem Förster selber zu tun haben werdet und ganz selten gibt es dann überhaupt nur diese Helferlein. Oder eben Berufsjäger. Berufsjäger sind ja auch immer Beamte oder zumindest beamtenartiger Status. Und diese beiden Gruppierungen sind zwar auch jeweils Jäger, der Berufsjäger sowieso, der Förster jagt dann in dem Fall auch, wenn er so einer ist. Die sind zu erkennen daran, dass sie in irgendeiner Form entsprechend gekleidet sind. Die müssen also eigentlich eine entsprechende Försterjacke anhaben mit Forst BW-Emblem und sonst was, zum Beispiel Forst BW. Und müssen auch einen Ausweis dabei haben, mit dem sie sich also jemand ausweisen können. Und dann, nachdem sie sich auf Verlangen entsprechend ausgewiesen haben, dann dürfen die mit euch quasi das gleiche wie die Polizei. Soll heißen, im häufigsten Fall werden sie sagen, ihr sollt aus dem Wald raus, dann müsst ihr gehen. Also quasi Ortsverweis erteilen, das dürfen die. Was sie aber auch eben dürfen, ist euch tatsächlich dann richtig vorläufig festnehmen durch die hoheitliche Festnahme. Könnt ihr mal auf Wikipedia nachlesen, das muss ich jetzt nicht explizit erzählen. Dagegen könnt ihr euch dann eigentlich nicht rechtlich gesehen nicht wirklich wehren. Ihr könnt hinterher Beschwerde einlegen, aber das dürfen die erstmal. Natürlich, Gewalt ist immer eine Option, aber dann dürfen sie sich auch aufs Maul hauen. Die dürfen theoretisch auch entsprechend von der Schusswaffe Gebrauch machen, wenn das unbedingt notwendig sein sollte, um eure Flucht zu verhindern, beispielsweise. Hängt auch da, gibt es ja irgendwie so eine gewisse Verhältnismäßigkeitsklausel, aber das ist erst als Polizeirecht, ich kenne mich da nicht aus.
Ich habe es quasi so gelernt, in Anführungszeichen, wenn so einer kommt und sagt, du sollst dies und das tun, dann tust du das, weil das ist quasi die Polizei und auf die hört man. Also das ist zumindest in meiner Welt so üblich. Wer da gerne Revoluzzer spielen möchte, bitte von mir aus. So, ich schaue da immer hin, weil da meine Notizen sind. Jetzt kommen wir zu dem Fall der Jäger, die Jagdschutzberechtigte sind, sprich die sich von den normalen Jägern abheben ein bisschen und ein bisschen Sonderrechte damit genießen, aber noch nicht mit der Polizei gleichzusetzen sind, denn das sind die, die eigentlich in Anführungszeichen der Knackpunkt sind. Die normalen Jäger, die gar keine Sonderrechte haben, werden euch normalerweise auch nicht so behandeln, als ob sie die hätten. Vielleicht, und damit möchte ich jetzt auch niemanden, der Jäger ist, zu nahe treten, sind sie ein bisschen arroganter und meinen im Wald mehr Ahnung zu haben als andere Leute im Wald. Das ist dann ein Charakterfehler, würde ich sagen. Aber der vielleicht unter der Jägerschaft ein bisschen weiter verbreitet ist als woanders. Das mag sie von mir aus unsympathisch machen, aber nichtsdestotrotz sind Jäger meistens meiner Meinung nach trotzdem immer noch gute Menschen. So. Also die werden wahrscheinlich euch nichts tun. Der super hoheitliche Superjäger, der euch wirklich gleich in Gewahrsam nehmen darf und sonst was, die sind so selten, dass ihr denen wahrscheinlich nicht begegnen werdet, oder sie stellen sich gleich direkt als Förster vor, weil sie dann eben beides sind. Damit nehmt ihr sie gar nicht als Jäger, sondern eher als Förster wahr. Berufsjäger, die sind so selten, die kriegt ihr hoffentlich, also wenn ihr Pech habt, nie zu Gesicht, wenn ihr Glück habt, dann schon, aber dann bitte im positiven Sinne, wie gesagt, so einmal für eine längere Unterhaltung am Lagerfeuer sitzen haben, das würde sich definitiv lohnen. Und jetzt eben die Kategorie Jäger, die dann besonders dazu neigt, hin und wieder auch mal von ihren Rechten Gebrauch machen zu wollen, weil sie die halt eben haben und das sind die Jagdpächter als größte Gruppierung oder die Inhaber einer Eigenjagd, weil die sind jeweils jagdschutzberechtigt haben eben noch nicht die forstliche Ausbildung oder sind nicht Berufsjäger und damit fallen sie eben in diese Grauzone. Zusätzlich zu diesen beiden gibt es noch eine dritte Gruppe, die da drin sein kann, nämlich das sind Jäger, die eine Zusatzqualifikation quasi aufweisen konnten bei der unteren Jagdbehörde und dann ein bestätigter Jagdaufseher sind. Und diese drei Kategorien haben gemeinsam, dass sie Folgendes dürfen, und dazu darf ich kurz das bayerische Jagdgesetz zitieren. Da steht so ähnlich in fast jedem anderen Landesjagdgesetz, das ist das Wort, was ich suche, drin, und zwar: Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind befugt. Personen, die in einem Jagdrevier unberechtigt jagen oder eine sonstige Zuwiderhandlung gegen jagdrechtliche Vorschriften begehen oder außerhalb der zum allgemeinen Gebrauch bestimmten Wege ohne Berechtigung hierzu zur Jagd ausgerüstet angetroffen werden, zur Feststellung ihrer Personalien Anzuhalt und ihnen gegebenenfalls oder erlegt, und ihnen gefangenes oder erlegtes Wild, Waffen, Jagd- und Fanggeräte, Hunde und Frettchen sowie Beizvögel abzunehmen. So, das ist jetzt ein Haufen Zeug und das werden wir jetzt mal detailliert durchquatschen, weil das ist eigentlich der Knackpunkt dieses Videos. Wie ist jetzt das zu verstehen? Nochmal, die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen. Das sind jetzt eben halt im Sinne dieses speziellen Absatzes, um den es hier jetzt geht, nochmal zur Erläuterung. Der Jagdpächter, der muss euch seinen Jagdschein vorzeigen, in dem drin steht, dass er der Jagdpächter im Gebiet so und so ist, und dann müsst ihr nachvollziehen können, dass ihr im Gebiet so und so seid, und dann ist das so. So. Die anderen Jagdschutzbeauftragten, die müssen euch dann entsprechend ihren Ausweis vorlegen, den sie von der unteren Jagdbehörde bekommen haben, der sie als Jagdschutzbeauftragter kennzeichnet.
Eigentlich müssen sie fast noch irgendwo ein Emblem an der Jacke tragen. Ich weiß nicht, ob dieses Emblem zwingend notwendig ist. Habe ich jetzt nicht rausgefunden, inwiefern. Das ist auch von Bundesland zu Bundesland natürlich auch wieder unterschiedlich. Aber in jedem Fall eben so ein Ausweis müssen sie auf Verlangen vorzeigen können. Merkt euch das mit dem Ausweis, verlangt den in so einem Fall am besten zu sehen. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, und was dürfen die jetzt? Personen, die in einem Jagdrevier unberechtigt jagen, das ist der Wilderer. Die dürfen den Wilderer also, der da tatsächlich mit Gewehr rumrennt und da jagt und normalerweise, also früher, keine großen Probleme damit hatte, auf solche Jäger dann auch zu schießen, auf rechtmäßige Jäger. Einer meiner Verwandten, Vorfahren in Anführungszeichen, der war Förster und ist vom Wilderer erschossen worden, als er versucht hat, den zu stellen. Dumm gelaufen, wie auch immer. Jedenfalls, so ein Jäger hier, der so zum Jagdschutz berechtigt ist, der dürfte selbst bei einem Wilderer den nur anhalten. Stopp, zeigen Sie mir Ihre Personalien. So, und jetzt nehme ich Ihnen ab. Moment. Gefangenes oder erlegtes Wild. Waffen, Jagdgeräte, Fanggeräte, Hunde, Frettchen und Beizvögel. Und dann muss ich sie laufen lassen. So, das war's. Selbst beim Wilderer dürfen sie nur das. Die dürfen den Wilderer nicht hoheitlich festnehmen. Sie dürften ihn unter Umständen jetzt unabhängig von diesem Recht als Jedermann festnehmen. Das dürften sie prinzipiell dann auch noch. Aber das wäre dann wieder ein Jedermannsrecht. Also jeder kann einen Wilderer auf frischer Tat festnehmen. Wenn der Wilderer an denen vorbeiläuft, Waffe dabei hat und irgendein Karnickel über der Schulter oder ein Reh über der Schulter hängen oder sowas, dann wäre das halt eben so ein typischer Fall, für den dieses Gesetz quasi gedacht ist. Wild abnehmen, Waffe abnehmen, Personalien feststellen, später anzeigen und laufen lassen. So ungefähr wäre das zu verstehen im Fall vom Wilderer. So, dann dürfen sie das Gleiche eben tun, nicht nur mit dem Wilderer, sondern auch jemanden oder eine sonstige Zuwiderhandlung gegen jagdrechtliche Vorschriften begehen. Das heißt, das wäre dann quasi ein Jäger, der richtiger Jäger ist, aber jagdrechtliche Vorschriften irgendwie nicht befolgt. So jemand könnte auch ein Bushcrafter sein, der Fallenjagd betreibt. Dann ist er zwar eigentlich auch wieder ein Wilderer, aber irgendwo auch wieder im sonstige jagdlichen Vorschriften missachtenden Bereich anzuordnen. Auch möglich wäre ein Bushcrafter, der die Fallenjagd trainiert und dabei ist, eine Falle zu bauen, auch wenn er vorhat, die sofort nach Fertigstellung wieder zu entschärfen bzw. wieder auseinanderzunehmen und zu zerstören. Auch so jemand könnte theoretisch von so einem Jäger die Personalien aufgeschrieben werden und er dürfte einem sämtliches Material, das man zum Fallenbau braucht, wegnehmen. Und dann gegebenenfalls dann später bei der Polizei ist dann zu klären, ob man das wiederbekommt oder nicht oder all solche Dinge. So, und dann kommt jetzt der ganz wichtige Punkt für die Bushcrafter. Also das ist jetzt wirklich wichtig. Oder außerhalb der zum allgemeinen Gebrauch bestimmten Wege, ohne Berechtigung hierzu, zur Jagd ausgerüstet angetroffen werden. Soll heißen, wenn ihr ein Bushcrafter seid, der irgendwo mitten im Wald rumstreunert und keine besonderen Wege benutzt und ihr habt Zeug dabei, dass man davon ausgehen könnte, dass ihr zur Jagd ausgerüstet seid, dann darf er euch auch wieder anhalten und die entsprechenden Dinge abnehmen, also Jagdzubehör plus Waffen im Wesentlichen, weil ihr wohl kaum einen Beizvogel oder diverse Hunde oder Frettchen dabei haben werdet. Aber euer Messer zum Beispiel, wenn es sich um eine Waffe handelt, beispielsweise das Glock-Feldmesser ist definitiv eine Waffe, wer das als Outdoor-Messer benutzt, dem darf dann sowas abgenommen werden. Ein nur übergroßes Messer, das keine Waffe ist, zum Beispiel irgendein Ranger-Knife heißen die ja teilweise, einfach ein größeres, langes Messer, das hinten auf der Rückseite vielleicht noch eine Säge hat oder so, aber das definitiv jetzt keine besonderen Waffeneigenschaften aufweist, ist keine Waffe, das darf er euch nicht wegnehmen, dass ihr das dann trotzdem mit euch herumschleppt, obwohl ihr das nicht dürft in der Öffentlichkeit, in Anführungszeichen, das muss dann ein Richter entscheiden, ob das überhaupt jetzt eben
was war, was ihr falsch gemacht habt, oder eben, ob ihr als Bushcrafter berechtigt seid, so ein Wässer dann doch zu führen. Letztendlich entscheidet das der Richter, das darf nicht der Jäger entscheiden. Der darf euch so ein Messer dann nicht wegnehmen, nur wenn es sich um eine Waffe handelt, also ein als Kampfmesser erkennbares Kampfmesser beispielsweise wäre eine Waffe. Eine Machete dürft ihr euch nicht wegnehmen, eine Axt dürft ihr euch nicht wegnehmen. Nur, dass das nochmal klargestellt ist. Ja, Jagd- und Fanggeräte. Definitiv wäre ein auf einem Gewehr montierbares Nachtsichtgerät ein Jagdgerät. Die sind im Übrigen sowieso verboten, also auch für die Jagd. Also selbst wenn man als Jäger sowas hat und dann kommt der Jagdschutzberechtigte und kontrolliert einen anderen Jäger, das ist auch deren Aufgabe, dafür sind sie eigentlich im Wesentlichen da, den dürfte er dann auch sowas wegnehmen. Oder wenn ihr als Bushcrafter auch mit sowas rumrennt, dann dürfte er euch das auch wegnehmen. Wenn es ein erkennbares Jagdgerät ist, jawohl. Das gilt nicht unbedingt für Angelzubehör. Das ist nochmal irgendwie was, wo ich mich nicht auskenne. Das Fischereirecht, ich habe keine Ahnung. Müsstet ihr selber recherchieren, wenn ihr euch das jetzt unbedingt interessieren würde, wie das dann mit Angelzubehör aussieht, ob das Jagdgerät ist oder nicht. Fanggeräte ist halt jede Form von Falle oder Material, das zum Fallenbau verwendet werden kann. Kann bzw. dazu ausgelegt ist. Den Einzelfall müsste dann wieder ein Richter klären, inwiefern jetzt zum Beispiel irgendeine Drahtschlinge, die ihr euch dabei habt, nur als Befestigungsmaterial von zwei Ästen aneinander gedacht ist oder ob ihr diese Drahtschlinge jetzt dabei hattet, weil ihr damit jagen gehen wolltet. Das ist wieder die Aufgabe des Richters. Im Zweifel müsstet ihr euch sowas dann abnehmen lassen, damit das dann entsprechend als Beweismittel vor Gericht vorgelegt werden kann. Ja. Klar, wenn ihr gefangenes oder erlegtes Wild dabei habt, dann seid ihr im Übrigen ein Wilderer und das wird euch dann abgenommen. Ja. Aber jetzt gehen wir nochmal darauf hin, auf den Punkt ein, zur Jagd ausgerüstet angetroffen werden. Ist halt Auslegungssache. Seid ihr zur Jagd ausgerüstet, wenn ihr mit einem übergroßen Messer durch den Wald rennt? Sicherlich dann noch nicht, weil kein Mensch wird irgendwie wirklich realistisch davon ausgehen, dass ihr mit einem Messer einem Reh hinterherrennt und versucht, das zu erlegen. Wie schaut's aus, wenn ihr Pfeil und Bogen dabei habt? Ich würde sagen, es könnte da zum Beispiel einen Unterschied machen, was für Pfeile ihr dabei habt. Ein Bogen ist ja eigentlich nur ein Sportgerät und keine Waffe, den darf er euch dann auch nicht wegnehmen. Aber ihr könntet als zur Jagd ausgerüstet gelten, wenn ihr halt eben einen entsprechenden Hightech-Bogen dabei habt, plus eben Pfeile ist wichtig, nicht die normalen, einfach nur vorne spitz, damit sie in beliebiger Zielscheibe stecken bleiben, Pfeile, sondern sogenannte Breitkopfpfeile, die vorne so eine dreieckige, recht breite Spitze haben, dabei habt, die auf mindestens einer Seite oder auf beiden Seiten scharf angeschliffen sind und damit das Ziel haben, das sind die traditionellen Jagdpfeile, beim Eindringen in ein nach Möglichkeit Tier, wenn man nicht noch was Böseres damit vorhabt, beim Penetrieren des Körpers durch die scharf geschliffenen Scheiden quasi irgendwelche Arterien aufzuschneiden oder insbesondere das Herz einzuschneiden. Weil die normalen Pfeile, die einfach nur vorne so eine kleine Spitze haben, die würden einfach nur im Wild stecken. Das würde auch wehtun, das würde bluten und wahrscheinlich würde es irgendwann eingehen, aber mit Sicherheit ist es nicht bei einem Treffer sofort tot. Es sei denn, es stirbt am Schock, aber das ist eher unrealistisch. Also so ein normaler Sportpfeil, in Anführungszeichen, wäre zur Jagd wirklich ziemlich ungeeignet und daher könnte man zum Beispiel da die Unterscheidung machen. Ein Bogen mit Sportpfeilen, kein Jagdgerät. Ein Bogen mit Breitkopfpfeilen, schon, weil für was anderes sind die nicht gedacht. Breitkopfpfeile sind definitiv zum Erlegen von Wild ausgelegt. Ja, also das wäre jetzt zum Beispiel sowas. Oder ihr habt eine entsprechende Armbrust mit Breitkopfbolzen dabei. Oder sonstigen Bolzen, die so aussehen, als ob ihr damit irgendwas erledigen wolltet. Eine Armbrust ist sowieso in den allermeisten Fällen dann außerdem sehr wohl eine Waffe. Weil die eine Vorrichtung hat, die Schussenergie quasi, also die Energie zu speichern und dann durch Auslösen erst ablässt. Beim Bogen, wo die Sehne gehalten werden muss, ist das aus irgendwelchen Gründen nicht so. Das ist im Waffenrecht so, das ist zwar bescheuert, aber es ist halt nun mal so.
Ja, jagdliches Zubehör halt eben. Auch wenn ihr zufällig dann noch ein Fernglas dabei habt und euer Messer am Gürtel nicht irgendein Messer ist, sondern explizit ein Hirschfänger, also speziell diese spezielle Jägerklinge, diese traditionelle, was dann ja nun definitiv ein spezielles Jagdmesser ist, das könnte man euch unter Umständen auch so auslegen, den Einzelfall müsste wirklich irgendein Richter klären. Ich weiß nicht, welche Empfehlungen die jeweiligen Jäger bei ihrer jeweiligen Jagdausbildung bekommen haben, wie sie sich in so einem Fall verhalten sollen. Bei unserer Jagdausbildung hat es geheißen, macht das bloß nicht. Da hockt ihr mit einem Bein im Gefängnis, wenn ihr da jemanden anhaltet, dem irgendwelches Zeug abnehmt. Lasst es sein, das hilft euch nicht weiter, außer dass es für euch eurem Ego schmeichelt. Ansonsten, dass da wirklich einer wildert heutzutage, ist so unrealistisch, insbesondere wenn er dann noch rumrennt wie der Naturbursche schlechthin, was bei den meisten ja der Fall ist und eher als Naturschützer anzusehen ist, der bei jedem Baum, der gefällt wurde, laut aufheult wie Idefix. Ja, das ist jetzt halt eben im Einzelfall vielleicht keine gute Idee für den Jäger, dann wirklich so jemanden anzuhalten, die Personalien festzustellen und ihm das entsprechende Zeug abzunehmen. Gut, aber mehr als das darf er halt eben nicht, der normale Jagdschutzberechtigte. Das war's mit der Befugnis. Er darf euch eben nicht festnehmen, außer eben, wenn ihr über diese normale Festnahme als Privatperson, also für jedermann hinaus, dann müsstet ihr aber schon wirklich eine richtige Straftat begangen haben. Das wäre jetzt halt im Fall von Wilderei so. Und ob er das dann wirklich macht, ist nochmal eine andere Frage, weil was er halt eben nicht darf, ist irgendwie Gewalt anwenden und eine hoheitliche Festnahme durchführen. Soll heißen, sollte euch tatsächlich ein Jäger festnehmen wollen, ohne dass ihr gleich gewildert habt oder eine andere größere Straftat begonnen habt, dann könnt ihr einfach weggehen. Er darf euch nicht mit Gewalt daran hindern. Nachdem ihr euch ausgewiesen habt. Ausweisen müsst ihr euch ja. Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Natürlich könntet ihr, sofern ihr gerade Zeit habt, auch gleich mitgehen zur Polizei, damit die Polizei gleich feststellen kann, dass diese Festnahme jetzt ungerechtfertigt gewesen ist, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr im Recht seid. Ja. Gut, ich glaube, jetzt habe ich's. Das war eine schwere Geburt. Ich habe mehrere Anläufe mal wieder gebraucht für dieses Video. So, was wäre noch zu ergänzen? Sonderfall in einem Bundesland, das hatten wir auch beim Feuerrecht. Da gab es ja auch das eine Bundesland, in dem man legal Feuer machen darf, im Winter, in Niedersachsen. Unter gewissen Voraussetzungen natürlich, aber da geht's grundsätzlich. Und auch hier gibt es wieder einen Sonderfall, nämlich durch die grüne Landesregierung in Baden-Württemberg gab es in Baden-Württemberg eine Jagdgesetznovelle, die einige Dinge verändert hat, nämlich, also jetzt für dieses Thema speziell interessant, es gibt keine Jagdschutzberechtigten mehr, nur noch der Förster darf, weil er der Förster ist, euch im Wald irgendwas sagen, was ihr zu tun und zu lassen habt, alle anderen dürfen es nicht mehr. Also kein Jäger kann euch irgendwas. Das war vielleicht meiner Meinung nach tatsächlich ein bisschen sehr radikal. Es gibt sogenannte Wildtiermanagerinnen und Manager. Das sind quasi die, die früher die Jagdschutzberechtigten gewesen sind. Die sind jetzt aber nur dafür da, um irgendwelche Fragen zum Wild zu beantworten und Ansprechpartner zu sein, so grob gesagt. Für alle anderen rechtlichen Dinge im Wald ist jetzt die Polizei zuständig, beziehungsweise eben mit gewissen Einschränkungen immer noch der Förster. So, das ist der Sonderfall in Baden-Württemberg. Was jetzt für den Bushcrafter heißt, wenn ihr Jäger ärgern wollt, dann geht nach Baden-Württemberg, weil da können sie euch nichts. Deshalb seid ihr aber trotzdem nicht berechtigt, Jäger zu ärgern, sondern sie können euch dann entsprechend anzeigen, wenn ihr irgendwelchen Schwachsinn anstellt. Allerdings seid ihr nicht berechtigt, ihnen den Personalausweis, also sind sie nicht berechtigt, von euch zu verlangen, dass ihr ihnen den Personalausweis vorzeigt. In Baden-Württemberg. Ja, wird sich zeigen, ob das eine gute Idee war, diese Jagdgesetznovelle. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob man so weit hätte gehen müssen, dass da gar nichts mehr geht für den Jäger. Wie gesagt, es wird sich zeigen. Wir sind durch. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was dazulernen können in diesem Video. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.